Moin, heute kommt wohl ein Mod der Kategorie, wir sind sehr schnell mit dem Video fertig. Aber dafür ein sehr cooler und wichtiger Mod, wenn man sein Minecraft-Erlebnis erweitern möchte. Man sieht es hier schon, was ich hier tue. Und wenn ihr davon mehr wissen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Liked das Video und abonniert den Kanal, um auch nichts mehr zu verpassen. Und dann geht's jetzt auch los mit dem Video. Der Mod HT's Tweet Shop gibt uns die Möglichkeit, unsere Minecraft-Vanilla, aber auch Modded-Minecraft-Bäume in einer anderen Art und Weise zu fällen, als wir es kennen. Normalerweise kennen wir das Prinzip ja so, wir gehen an einen Baum dran und bauen den so ab. Ne, diese kleinen Risse hier in den Blöcken, die kennt jeder und das ist im Prinzip das, womit wir jahrelang spielen und auch arbeiten. Mit dem HT's Tree Shop können wir jetzt allerdings einen Baum anders fällen. Wir halten nach wie vor die linke Maustaste gedrückt und wir sehen jetzt hier schon, der Baum, der baut sich so ein bisschen ab, also die Rinde wird entfernt. Und je länger wir drauf kloppen, desto kleiner wird die Rinde und wir können auch andere Bereiche des Baumes entrinden quasi. Und sobald eine gewisse Menge erreicht ist, fällt sich der Baum. Jetzt kann man auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert an solchen Bäumen arbeiten, denn je größer die Bäume sind, desto länger dauert es. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten arbeite, könnte der zweite Spieler hier arbeiten, der dritte hier. Und so hat man dann irgendwann den Baum gefällt und das natürlich dann auch relativ schnell, wenn man mit mehreren Leuten dran arbeitet. Wie gesagt, je größer die Bäume sind, desto länger braucht man für das Fällen. Da gibt es auch eine Liste von dem Mod-Entwickler zu. Heißt also, wenn wir einen Tree-Block haben, der nur ein Block hoch ist, das ist sehr unrealistisch, braucht man nur einmal einen Shop machen. Also das hier ist ein Shop, das ist ein zweiter und ein dritter. Und wenn der drei Blöcke hoch ist, brauchen wir drei. Und bei 10 brauchen wir 7 Shops. Bei 20 Blöcken Höhe, insgesamte Höhe, also das hier zählt natürlich jetzt mehr, weil das mehrere Blöcke nebeneinander sind, brauchen wir 12. Und wenn wir einen Modded-Baum vielleicht haben, der 100 Blöcke hoch ist, brauchen wir 25 Shops. Heißt also, hier mache ich jetzt mal weiter. Je kleiner der hier dann wird und wenn der Baum dann noch nicht zerstört ist, fängt er auch automatisch mit dem zweiten an und mit dem dritten. Und dann ist auch dieser Riesenbaum hier weg. Ihr verliert keine Ressourcen, ihr verliert auch nicht irgendwelche Haltbarkeiten mehr als sonst. Das ist alles noch normal im Minecraft-Vanilla-Stil. Aber es sieht halt optisch um einiges cooler aus. Was auch ganz cool ist, es wird nicht so laut. Also es gibt auch andere Mods, die genau dasselbe machen. Aber wenn wir dann quasi den Baum brechen, dann kriegen wir das Geräusch für jeden einzelnen Block, der gebrochen wurde. Und das ja, erhöht sich dann, das addiert sich dann und dann wird es ein ganz lautes Geräusch geben. Ist hier jetzt nicht der Fall. Funktioniert übrigens auch bei Pilzen oder Fungis generell. Die Leaves werden mitgebrochen. Ich weiß, das hat man jetzt schon gesehen, aber mal drauf achten. Ja. Auch die Blütenblätter, die Leaves, werden mit zerstört. Was ja bei Minecraft Vanilla immer super nervig ist, wenn die zurückbleiben. Und es ist kompatibel mit den meisten Mods. Das heißt also, auch in Modded Minecraft könnt ihr das benutzen. Wenn ihr allerdings das mal nicht machen wollt, könnt ihr die Shift-Taste gedrückt halten. Dann sehen wir auch dieses Axt-Symbol rechts neben dem Zielkreuz. Das zeigt uns übrigens, okay, das ist ein shoppbarer Tree, also der funktioniert. Und wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten, dann ist das weg und wir brechen ganz normal im Minecraft-Vanilla-Stil diese Blöcke. Also natürlich, jetzt bin ich im Admin-Modus, aber dann kommen diese kleinen Risse wieder. Nur um mal kurz ein paar Mods zu nennen. Der Mod ist kompatibel mit Tinker's Construct, mit Silent Gear, mit Project MMO, mit Jade, mit Wit, The One Probe, mit Multimine und mit Dynamic Trees gibt es auch keine Probleme. Das heißt, wenn ihr beide Mods drauf habt, die beißen sich nicht. Und jetzt gibt es auch noch Optionsmöglichkeiten. Standardgemäß mit der Taste N haben wir dieses hier. Hier können wir erstmal das Shopping an sich aktivieren oder deaktivieren. Das heißt also, dieser erste Punkt hier deaktiviert oder aktiviert den gesamten Mod. Wir können auch deaktivieren, dass Sneaking das Shopping ausmacht. Das habe ich ja gerade gezeigt. Diese Funktion können wir auch ausstellen. Trees need leaves. Ist vielleicht erstmal eine Funktion, die sehr merkwürdig klingt. Heißt also, es werden nur Blöcke geshoppt, also in Teile auseinandergebaut, die mit Leaves connected sind. Also hier, mit solchen Dingern hier. Das ist aber eine ganz wichtige Funktion, denn wenn ihr einen Baum anfangt abzushoppen, dann wird er die Rinde entfernt. Und ihr könntet ja theoretisch auch euer Haus abshoppen aus Versehen, mit einem Klick. Ihr habt ja jetzt nicht mehr diese Risse, sondern ihr habt ja sofort das Entfernen einer Rinde. Ich zeige es hier nochmal kurz. Normalerweise sieht das ja so aus. Und wenn ihr merkt, oh, den will ich gar nicht abbauen, den Block, dann hört ihr auch einfach wieder auf. Allerdings, wenn ihr das Shopping macht... Gott,
dann sieht das ja so aus. Und das ist auch nicht mehr wiederherzustellen. Und das könnte ja passieren, dass ihr das bei Bauwerken macht, die ihr gar nicht abbauen wollt. Deswegen ist diese Funktion ganz wichtig. Das funktioniert nur, wenn auch hier die Leaves dran sind. Ja, Shop in Creative Mode ist vielleicht nicht so wichtig. Shop in Creative Mode ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Shopping Indicator, das ist eine optische Anzeige, also im Prinzip diese Anzeige hier, dass diese Baumrinde sich entfernt an- oder ausmachen. Und noch hier ein paar Messages oder auch Tooltips. So, das wäre es gewesen. Ich hoffe, der Mod hat euch gefallen. Ich finde den super cool. Macht auf jeden Fall Spaß, da Bäume mit abzufällen. Und wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Wenn Wünsche sind für Videos, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin.